Hallo Leute, jetzt wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Ja, ich mache jetzt hier, oder beziehungsweise ich versuche jetzt hier ein bisschen schneller zu machen, weil, ja, wir haben jetzt schon genug Zeit verloren dadurch, ja, dass ich im letzten Part ziemlich gefailt habe. Ja, es ist nicht so gut, wenn man dreimal, oder zweimal, glaube ich, waren es, wenn man zweimal den falschen Skill auf jemanden schießt, auf, oder beziehungsweise den richtigen Skill auf ein falsches Teil von einer Larvos-Leiche oder whatever schießt oder haut. Weil das wurde dann zum Verhängnis und ja, zweimal falsch gezaubert ist einmal tot. Für alle. Versteht sich. Wir müssen wirklich dieses kleine Fieder, das da treffen. Okay, aber ich merk auch gerade, es hätte auch nichts gebracht, hätten wir es ohne Probleme geschafft, weil ja. Die. Ja, die, also zweimal Eisangriff reicht nicht, um ihn zu töten. Na gut, dann machen wir jetzt einfach nochmal Eis drauf und pfing. Hoppen wir einfach mal aufs Beste. Nein! Und wieder das Falsche anvisiert. Ich mach schon mal eine Heilung bereit. Ja, das ist halt immer. Man greift das an, was man eigentlich nicht angreifen will, und dann ist schon so gut wie Arschlecken. Ach nö, nicht auf der Kane. Ja, wow, sauber. Naja, wir hoffen einfach mal, dass es diesmal reibungslos funktioniert. Diesmal machen wir ein Eis in die Fresse. Bam! Oh, Gott sei Dank. Okay. Somit hätten wir den ersten hinter uns. Und der Kane erreicht eine Stufe. Ach, stimmt. Stimmt. Den Giga. Bam. Bam, bam, bam. Los. Och, warum tauchen die denn plötzlich auf? Testen wir mal das Eiswasser. Und bam. Also cool aussehen tut es auf jeden Fall. Schaden macht auch nicht unbedingt wenig und ja. Also mit Gudrun, ich glaube, da können wir richtig gute Kombinationsattacken machen. Ach nein. Na egal, machen wir auch mit euch wieder einen kurzen Prozess. Nochmal Eiswasser. Triple Kill. Und weiter geht's. Da den Schalter betätigen. Da geht die Tür auf. Und jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Nochmal gegen diese komischen, nervigen Viecher kämpfen. Die eh nichts zu melden haben und ruckzuck tot sind. Und
Hadi, tschüss. Ja, das war's dann auch wieder mit den ja, jetzt überlege ich. Und warum? Jetzt tauchen sie aber wirklich plötzlich auf. Davor waren sie, glaube ich, nicht da. Und ach, ich weiß wieder nicht, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Na, Gott sei Dank habe ich kurz davor noch unserem Lieblings-WhatsApp-User hier eine Nachricht geschrieben. Mal schauen. Noch habe ich keine Antwort bekommen, weil ich ja auf das "Ach, chill mal" geantwortet habe. Ja, ich bin ganz gechillt, aber da ist nur Unart, so nach dem Motto von dir, einfach immer, wenn man dir was sagt, 10.000 Mal nachzufragen, obwohl man sagt, dass es egal wäre. Seither keine Antwort. Ich find's lustig, ehrlich gesagt. Ja, okay. Jetzt haben wir nochmal die Sternsense. Beziehungsweise erneut gefunden. Im letzten Part habe ich ja schon gesagt, warum eine Sense. Wozu eine Sense? Was wollen wir mit einer Sense anfangen? Oh, schon die reiche Stufe. Das ist wahr wegen der möglichen dem möglichen Gruppenmitglied von Magus oder Janus oder wie auch immer heißt. Schauen wir nochmal auf Handy und dann wissen wir eventuell endlich, wann ich diese Aufnahme gestartet habe. Diesmal richtig, also keine Hast, sondern ganz schön behutsam. Okay, also jetzt weiß ich ungefähr, bei wie vielen Minuten wir sind. Lass mir noch ein bisschen was vorzahlen. Nee, warum gerade da kein Einschläfern? Bitte nicht. Da, es ist ein Roboter, der braucht keinen Schläfer. Testen wir mal Platzblase. Bam. Wow. Okay. Also da kein... Ich frag mich echt, warum ich früher... Und Gudrun erlernt Eis. Warum ich früher... Ich glaube, früher hatte ich immer das Team von... Seid vorsichtig. Es ist rutschig. Fallt und ihr müsst von vorn anfangen. Jo. Och nö. weil ich glaube, ich hatte früher immer das Team. Ja, ich hatte es schon mal erwähnt, glaube ich, aber ich glaube, es war auf jeden Fall Gudrun hatte ich immer im Team mit. So nach dem Motto Chrono und Gudrun, beziehungsweise ja, Chili und Gudrun in dem Fall. Ja, und liebe Zuschauer, ich werde da jetzt gleich safe staten, weil ich da jetzt schon keinen Bock mehr drauf habe. Das ist so eine kleine Fitzelarbeit. Und ja. Es ist nervig, immer wieder den Weg hochzulaufen und diesen einen kleinen komischen Gegner da zu besiegen, nur weil, ja, man wegrutscht. Nur weil ich verkack. Auf gut Deutsch. Deswegen laufen wir gerade noch hier hin und machen Safe State. Und Hepper. Und haben es ja auch so geschafft. Wederklinge. Na gut, das musste ja dann eigentlich eine Waffe für Chili sein. Hm.
schiebt die Schale, erklettert sie. Schale? Wenn wir gerade mal hier rum. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Ah, die Kiste ist erstmal. Oh, Dunkelhelm. Dunkelhelm. Genau, mehr Rüstung. Kriegt jetzt erstmal Frozy. Aber Moment. Ein Speicherpunkt. Egal. Es macht wohl zwar ein Zeichen auf. Ja. Ein Gegner. Aber naja, egal. Auf Platz. Eisangriff. Wow, aber. Gut, es wird ganz schön. Scheintot, sag ich mal. Na gut, wir bleiben doch bei der Kombination Frozy Heal, Darkin und Gudrun sind im offensiven Bereich, sag ich mal. Ich würde eigentlich gerne den Berg jetzt noch in diesem Part abschließen, aber ich bin mir unsicher, ich glaube, das wird nicht. Ich habe das Gedächtnis von einer Ratte, ey. Wann habe ich nochmal die Nachricht geschrieben und wann hatte ich gesagt? Okay, ein bisschen haben wir aber noch. Warte mal. Das ist vielleicht mit der Schale gemeint. Schieb die Schale. Ach, da lang. Okay. Okay, dann jetzt weiter heilen erstmal. Nehmen wir direkt die Kiste hier mit, eine Memo-Kappe. Verhindert Siegel. Wow, Frame-Anbrüche, ey. Hört ihr auf? Brav. Sie hören sogar. Das ist meine Überlegung. Brauchen wir Gudrun? Ich bin mir unsicher. Nee, wir haben ja die Platzblase. Obwohl, aber... So könnten wir auch mal wirklich Gudrun hier testen. Oh, ein Baum. Das ist also der Todesgipfel. Alle, die Nacht fürchten und sich der Dunkelheit widersetzen, gebt uns Kraft. Chili. Das Amulett reagiert. Und es ist zersprungen. Es zersprang. Aber wir sind so weit gekommen. Verzweifelt nicht. Das Schicksal ist unabwendbar. Bitte, gib Antwort. Verlass mich nicht.
Wow, 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 wow. Ja, wow. Wow, ja. Wie Steinstatuen, wie unheimlich. Es scheint, die Zeit wurde angehalten. Chili! Können wir was machen? Ja, wir können was machen. Okay, aber bevor wir was machen, und beende ich diesen Part hier an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin, ciao, ciao!